Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Das Dokumentseitschrift-Institut, damit beschäftigen wir uns ja schon länger. Im Mai 2017, eben haben wir es gehört, haben wir die Stadtverordnetenversammlung dafür die Weichen gestellt. Das geplante Institut soll vieles leisten. Zum einen die Erforschung der Dokumente auf Basis des Dokumentearchivs, zum anderen die aktuelle und internationale Forschung, aber auch die Vermittlung in die Öffentlichkeit. Die Dokumente sollen somit in den Jahren zwischen der Ausstellung der Öffentlichkeit erlebbar gemacht werden. Für das Fachpublikum, aber vielleicht auch touristisch. Die Frage Dokumentseitinstitut lässt sich aber nicht losgelöst vom Standort diskutieren. Hier gab es von Anfang an Kritik von verschiedenen Seiten. Die Standortwahl der Stadt Kassel wurde nach ihren eigenen Kriterien, aber vermutlich eher nach finanziellen und nicht nach inhaltlichen Aspekten getroffen und fiel auf dem Parkplatz am Holländischen Platz. Mir ist durchaus bewusst, dass der Standort nicht Teil des Antragstextes ist und auch das ist ein Problem. Denn der Fakt, dass in der Magistratssitzung am 19. Juni 2017 beschlossen wurde, den heutigen Parkplatz am Holländischen Platz als Grundstücksfläche für das Bauvorhaben zur Verfügung zu stellen, macht deutlich, dass hier Fakten geschaffen wurden. Es gibt keinen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zum Standort des Dokumentarinstituts. Es ist offensichtlich, dass es auch in der Stadtgesellschaft und im Rahmen der anderen Akteure auf dem weiten Feld der Dokumente, aber auch darüber hinaus, keinen Konsens bezüglich des Standorts gibt. Ich verweise hier etwa auf das Dokumentarforum oder aber auch den BUND. Auf dem Runde Tisch der Kasseler Kulturgesellschaften kritisierte die Standortwahl. Die Kritikpunkte sind zum einen inhaltlich, stadtplanerisch, aber auch klimatisch und nachhaltig. Hier wurde leider verpasst, frühzeitig eine Diskussion zu einem alternativen Standort mit allen Interessierten zu führen, obwohl das von vielen Seiten gewünscht wurde. Ein weiterer Kritikpunkt unsererseits ist, dass ein Konzept für das Dokumentarinstitut fehlt. Es gibt hier grobe Ideen, aber nichts Handfestes. Wir sollen hier mal eben den Weg frei machen für die Finanzierung, aber wir kaufen die Katze im Sack. Eigentlich sollte erst ein Konzept erstellt werden, in dem geklärt wird, welche Anteile das Archiv und welche Anteile die Forschung tragen und welche Anteile auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein sollten. Und darauf aufbauen sollte dann ein geeigneter Standort und dann das passende Gebäude konzipiert werden. Hier wird es scheinbar anders gemacht. Einerseits heißt es ja, das Institut soll eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung sein, andererseits soll es auf dem Parkplatz der Uni gebaut werden und wird mit der bereits besetzten Dokumentarprofessur und noch weiteren Professuren, die über die Uni Kassel laufen, ausgestattet. Da fragt man sich, ob das Institut nur eine weitere Antwort der Universität Kassel wird, denn die Nähe des geplanten Personals lassen es vermuten. Auch hier scheint die Ausrichtung des Dokumentarinstituts nicht ganz klar. Auch wenn die heutige Magistratsvorlage nur die finanziellen Voraussetzungen beinhaltet, kann man das nicht ganz getrennt von dem Verlauf der Entwicklung der letzten anderthalb Jahre betrachten und muss weiter kritisch hinterfragen, wie das Informationsmanagement hier funktioniert und wer welche Entscheidung trifft. Denn lange passierte gar nichts und nun muss es ganz schnell gehen, damit die Gelder nicht verfallen. Für uns ist einfach noch viel zu viele Variablen offen, um dieser Vorlage zustimmen zu können.